Wir sind aufbruchbereit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Costa Rica Rundreise. Ja Leute, wir besuchen heute ganz früh am Morgen die Nauyaca Wasserfälle, berichten euch, wie wir es finden, ob es sich lohnt, was das Ganze kostet, ja, und was ihr zu erwarten habt. Bleibt dabei! I don't wanna waste no time. So pardon this lack of composure. Exactly what my life ordered. A lover and a friend. Ja, die frühen Vögel. Eben haben wir noch angegeben, 7 Uhr, erster Slot. Da gewesen sind wir dann tatsächlich um 5 nach 7. Man kommt hier an, oben an der Hauptstraße beim Büro und muss von da dann nochmal so rund 2 Kilometer bis hier runter zum Parkplatz fahren. Und da hätten wir bereits um 5 vor 7 da sein müssen. Das stand aber nirgendwo drin. Ja, also dürfen wir erst um 8 Uhr zum Wasserfall fahren. Es sieht so aus, als wenn noch niemand da ist. Ein Fahrzeug steht bereits auf dem Parkplatz. Das war's. Wir gucken mal, wie es um 8 Uhr ausschaut. Also bis gleich. Ja Leute, und hier am Parkplatz sind wir darauf hingewiesen worden, dass das Geräusch, was wir da gerade hören, ein Tukan ist. Es sind sogar 2. Ich weiß nicht, ob die Kamera es rüberbringt, aber er bewegt sich dort. Gigantisch. Da ist er. So, das war dann wohl Willkür, oder? Ja, wir sitzen jetzt hier im Jeep. Und jetzt gab es gerade einen Anruf, es kommen noch 2 von oben runter, die sich verspätet haben. Wir stellen somit fest, dass wir haben uns ja, was waren wir, 4 Minuten zu spät? Mhm. Und die gute Dame ja gleich sagte, no, die Fahrt geht erst um 8. Also sie hätte auch den Fahrer anrufen können, um zu sagen, hey, da kommen die beiden. Aber das wollte sie wohl nicht. So. Ja, unser Fahrer sagt, 10 Minuten ist vollkommen okay. Ja. Na, da wird Bescheid gesagt, das war in unserem Fall nicht so. Genau. Das ist die Chefin. Hm? Genau, sie hat so entschieden. Aber kein Problem, wir warten jetzt auch noch auf die anderen beiden. Die sind jetzt auch gerade gekommen. Und dann hoffe ich, dass wir uns noch in Ruhe die Wasserfälle angucken können. Weswegen wir ja extra früher gekommen sind. So, 4-5 Kilometer sind wir hergefahren. Das war auch gut so, dass wir den Jeep genommen haben. Würde ich sagen, ne? Ja, denn ich glaube, es geht hier, also nicht glaube, sondern es geht hier wirklich steil aufwärts und da muss man eine wirklich gute Kondition haben. Ansonsten ist man schon richtig fertig, bevor es überhaupt losgeht. Ja, und dann wird man hier am Parkplatz rausgelassen und jetzt gehen wir hier Trepp auf, Trepp ab quasi bis zum Wasserfall. So, und vielleicht sieht man es im Hintergrund. 2 Wanderer sind schon vor uns da. Wow! Wir sind zu den Wasserfällen gekommen und wie ihr seht, sind wir immer noch allein. Jetzt kommen gerade 2 runter. Und das Ganze ist echt gigantisch. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man, glaube ich, im Hintergrund. Das hier sind die Lower Falls. Die Upper Falls können wir hoffentlich von oben gleich nochmal sehen. Mhm. Also früh kommen lohnt sich. Es ist absolut beeindruckend. Das Beste, was wir an Wasserfällen bislang gesehen haben. Auf jeden Fall. Also gigantisch.
erfüllt es sich jetzt. Ja, jetzt kommen die nächsten eingetrudelt. Und ich denke, dann wird es jetzt nachher auch richtig voll. Und jetzt geht es zum oberen Fotopunkt. Das ist alles ausgebaut. Richtig ein asphaltierter Weg. Sehr bequem. Also wer nicht so gut zu Fuß ist und sich die 200-300 Meter darunter nicht zutraut, der kann auch hier oben lang gehen und den Wasserfall dann von oben fotografieren. Ich hatte am Eingang auch gelesen, dass die Wege hier Rollstuhlfahrer geeignet sind. Und es kann also jeder mit, auch mit Handicap sich auf jeden Fall die Wasserfälle angucken. Zumindest hier oben? Genau. Was wir unten vergessen haben, man kann auch Schwimmen entdecken. Stimmt, das haben wir nicht gemacht. Nee, das ist immer so schwierig mit den Klamotten. Die zu trocknen ist wirklich ein Akt. Ja, und das ist dann die zweite Plattform, die rollstuhlgerecht erreichbar ist. Ja, und von hier hat man auf jeden Fall auch einen super Ausblick auf den Wasserfall. Ihr seht es ja im Hintergrund. Man kann da richtig nah ran und sieht quasi wirklich jeden einzelnen Wassertropfen. Ja, hier kommt man irgendwie näher ran an den eigentlichen Fall, finde ich. Dafür hat man unten die Möglichkeit zu baden. Hat beides seinen Reiz. Ja. Ja, wir warten jetzt auf den Jeep, der uns wieder über die Stock- und Stein-Holperpiste zurückbringt. Genau. Und berichten euch abschließend, was das ganze Spaß kostet, welche Arten von Touren es gibt und ob wir das Ganze empfehlen. Das war es auch schon mit den Naujaker Wasserfällen. Wir warten jetzt auf den Jeep, der uns wieder zurückbringt und wollten euch an dieser Stelle noch mal kurz was über die Kosten sagen. Ihr könnt hier verschiedene Touren buchen. Zum einen könnt ihr halt hier hoch wandern. Das kostet dann 10 Euro pro Person. Oder alternativ könnt ihr auch, so wie wir das gemacht haben, mit dem Jeep hier hochfahren. Das kostet dann 30 Euro pro Person. Oder dritte Möglichkeit, ihr seht es im Hintergrund, da gibt es die Pferde. Da wissen wir aktuell den Preis jetzt nicht dazu, blenden euch aber an dieser Stelle einmal die Internetseite von dem Touranbieter ein, da könnt ihr alle Preise noch einmal nachlesen. Ja, warum haben wir uns gegen die Pferde entschieden, das kann ich kurz erklären. Wir sind im späteren Verlauf unserer Reise noch einmal auf einem Reitturn unterwegs, obwohl wir überhaupt nicht reiten können. Aber wir haben im Stefan-Lose-Reiseführer gelesen, dass Pferde in Costa Rica nicht immer artgerecht und liebevoll gehalten werden. Und deswegen haben wir hier darauf verzichtet und machen das an anderer Stelle bei einem empfohlenen Reiseanbieter. Ja, wir fanden den Trip auf jeden Fall lohnenswert. Ja, das auf jeden Fall. Also macht Spaß, sich so einen Wasserfall mal direkt aus der Nähe anzugucken. Für mich war es auf jeden Fall diese 20 Euro Aufpreis, die wir gezahlt haben, um mit dem Jeep herzukommen, wert. Denn dann hat man wirklich ganz früh am Morgen die Wasserfälle für sich allein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann verrate ich euch, dass es noch viele, viele andere Videos von unserer Costa Rica Reise geben wird. Bleibt dran, lasst gerne mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald.